435, 390, 730, 539, 260, 1344, 1344. Sophia? 758, 59. Mag Frau Schmidt lieber Rosen oder Margeriten? Rosen. Rosen. Und welche Farbe? Rot. Rot. Gut, und könntest du mir noch mal zeigen, wie man die Ordner richtig beschriftet? Ach, Anne, das habe ich dir doch jetzt schon zweimal erklärt. Ja, ich weiß, aber hier die Jahreszahlen, ich weiß irgendwie nicht so richtig, warum du musst die Jahreszahlen immer adäquat hier oben eintragen. Guten Tag, Herr Schmidt. Mal wieder nicht in der Lage, den Tag zu verbringen, ohne zu quatschen. Ich bin dabei, Herr Schmidt. Anne, die neue Frisur schmeichelt deinem Gesicht. Du siehst wirklich bezaubernd aus. Brauchen Sie etwas, Herr Schmidt? Ich habe gute Neuigkeiten für Sie, Frau Berg. Herr Schmidt. Ich habe überhaupt keine Qualifikation für die Ausübung dieser Tätigkeit. Ich habe Rechnungswesen studiert. Sophia, bei mir brauchen Sie sich doch nicht zu schämen. Ich weiß doch, dass Sie ein kluges Mädchen sind. Und genau deswegen möchte ich keinem Experiment zum Opfer fallen. Sie doch wohl auch nicht, oder? Mensch, Sie lernen doch die ganze Stadtgesellschaft kennen in dieser Funktion. Und das wäre doch auch die Chance, mal einen netten Kerl kennenzulernen in Ihrem Alter. Herr Schmidt. Ich bin Mathematikerin. Ich habe mich auf meine Stelle beworben, nicht auf eine andere. Mensch, Sophia! Du, das ist die stellvertretende Leitung der Presseabteilung. Dann wärst du auf den ganzen Fotos drauf. Und du würdest die ganze Stadtgesellschaft kennenlernen und auf die wichtigen Empfänge gehen mit dem Chef und die ganzen Buffets und die Cocktailkleider. Und die Kreuzfahrt und Urlaube vielleicht? Ich weiß nicht. Na. Die Frauen denken wieder nur daran, verwöhnt zu werden. Ihr wollt was glitzert und dann seid ihr schon glücklich. Anne hat's verstanden. Schön, dass Sie wissen, was wir Frauen wollen, Herr Schmidt. Mensch, was überlegst du denn auch? Mensch, Anne, kapierst du das denn nicht? Der will mich loswerden. Was? Na, ist doch klar. Hä? Wenn da rauskommt, dass ich hier seine ganze Arbeit mache, dann ist doch vorbei mit dem. Niemand ist den Frauen herablassender oder aggressiver gegenüber als ein Mann, der sich seiner Männlichkeit nicht ganz sicher ist. Hm? Irgendwie Quatsch. Also, hier im Lager ist die Arbeit so anstrengend. Und da oben, da gibt's sogar frischen Kaffee. Jamaika Blue Mountain. Ich trinke ja eh keinen Kaffee. Ach, jetzt probier's doch wenigstens halt mal. Wir finden auch ein paar hübsche Kleider für dich.